Meine Damen und Herren, Christian Berg ist mein Name und ich habe das Vergnügen, heute durch die Moderation zu führen und die Moderation zu übernehmen. Ich möchte ein paar Gedanken vorweg noch geben, die nicht den historischen, sondern mehr den aktuellen Bezug oder den Kontext für dieses Thema ein bisschen erhellen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat der amerikanische Politologe Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte gesprochen. Und er sagte, Anfang der 90er, er sagte, die Geschichte ist im Wesentlichen gelaufen, weil es natürlich werden immer noch spannende Dinge passieren, aber von den grundlegenden Prinzipien wäre eigentlich klar, dass nichts Besseres mehr kommen kann. Die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft werden sich durchsetzen. Das war damals die Vorstellung. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das auch global überall passiert. Diese These war schon zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre, heftig umstritten und wurde kräftig kritisiert. Einige Jahre später, 15 Jahre später, etwa 2008, hat Fukuyama das dann relativiert und hat gemeint, naja, den radikalen Islamismus, den kann man nicht einfach außer Acht lassen. Und es wird früher oder später dahin gehen, dass der Islam sich den westlichen Tradition oder der westlichen Tradition assimilieren und in sie integrieren müsse. Noch ein paar Jahre später musste er dann eingestehen, dass China eine bleibende Herausforderung für sein Weltmodell ist, weil China technologische und wirtschaftliche Modernisierung auch ohne liberale Demokratie vorantrieb. Deswegen meinte Fukuyama damals, das war 2008 oder 2010, glaube ich, würde China langfristig keinen Erfolg haben. Wenn man sich heute China anguckt, kann man auch da ein Fragezeichen dran machen. Im selben Zeitraum, 90er Jahre und auch Nuller Jahre noch, gab es in der politischen Theorie, in den internationalen Beziehungen eigentlich eine große Hoffnung auf eine sogenannte Global Governance, dass nach dem Zusammenbruch der Blöcke eigentlich ein Multilateralismus sich durchsetzt, in dem die Nationen, idealerweise Demokratien, aber die Nationen sozusagen gemeinsam an den großen Zukunftsfragen arbeiten. Und es gibt natürlich auch viele schöne Erfolge, auch multilaterale Verträge, die erreicht wurden. Aber es ist sicherlich auch hier eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Inzwischen wissen wir, dass die Welt nicht ganz so einfach ist, wie Fukuyama sich das dachte. Und einer der Gründe ist, dass der Liberalismus aus sich selbst heraus im Konflikt oder Konflikte produziert oder Konflikte mitigieren muss, mit Konflikten umgehen muss. Wir sehen, also er ist sozusagen, die liberale Demokratie ist von innen heraus gefährdet. Überall auf der Welt sehen wir, dass Populisten an die Macht gekommen sind. Sie sind dabei, rechtsstaatliche Institutionen nach ihren Vorstellungen zu verändern, damit auch etablierte liberale Demokratien im Kern zu erschüttern. Das kann man quasi live im Moment auf NTV verfolgen, as we speak. Zugleich hat sich ein wiedererstarktes Russland auf der Weltbühne zurückgemeldet und China meldet auch seine strategischen Interessen sehr langfristig an und baut sie aus. Beide, China, Russland, aber auch andere, stoßen in Räume vor, die von Westen entweder unbesetzt gelassen oder gar nicht besetzt waren oder unbesetzt gelassen wurden. Hinzu kommen Unsicherheiten durch nichtstaatliche Player, allen voran natürlich der internationale Terrorismus. Und wie verhält sich Deutschland in alledem? Peter Struck hat 2002 dieses berühmte Diktum vom Verteidigen Deutschlands am Hindukusch geprägt als Verteidigungsminister. Die Sicherheit Deutschlands werde am Hindukusch verteidigt. Einige Jahre später hat auf dem Rückflug vom Afghanistan-Besuch oder Besuch des Afghanistan-Einsatzes unser damaliger Bundespräsident Horst Köhler dann seiner Einschätzung Ausdruck verliehen, dass eine Nation, die sehr stark vom Außenhandel geprägt ist wie Deutschland und davon abhängig sei, auch im Zweifel, ich zitiere, im Notfall auch militärischen Einsatz
notwendig machen würde oder dass im Zweifelsfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. Zitat Ende. Diese Aussage entfachte eine heftige Debatte, die dann, wie wir alle wissen, noch kurze Zeit später, 11 Tage danach, dazu führte, dass Horst Köhler sich zum Rücktritt genötigt sah. Und in der Begründung, die relativ dünn war, also materialita, also nicht sehr umfangreich war, sagte er, dass ihm vorgehalten wurde, dass er sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes befunden hätte mit seinen Aussagen. Tatsächlich ist der verfassungsrechtliche Boden für Auslandseinsätze recht dünn. Denn das Grundgesetz sagt in Artikel 87a ganz eindeutig, ich zitiere, außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Zitat Ende. Und davon gibt es relativ wenige Fälle, wo das bemerkt wird. Heribert Prandtl von der Süddeutschen schrieb dazu 2015, das Grundgesetz, Zitat, beschreibt eine Truppe, die es nicht mehr gibt. Das Sein und das verfassungsrechtliche Sollen der Bundeswehr passt nicht mehr zueinander. Zitat Ende. In dieser Lage fordert der amerikanische Präsident, dass wir 2% des Bruttosozialprodukts in die Verteidigung, in den Wehretat stecken. Er hält die NATO für obsolet und sein französischer Kollege spricht der NATO den Hirntod zu. Die deutschen Minister für Äußeres und Verteidigung tragen ihre parteipolitischen Differenzen auf der Weltbühne aus. Man kann sich verwundert die Augen reiben, wenn wieder mal ein Regierungsflieger nicht pünktlich an dem Ort ankommt, wo er eigentlich hinkommen sollte. Und dass es für die Soldaten keine Schuhe gibt, ist auch eigentlich nicht zum Lachen. Stimmt es vielleicht, was Jan Techau kürzlich sagte? Zitat, Deutschland hat heute die Bundeswehr, die es möchte und braucht. Eine, die gar nicht eingesetzt wird. Zitat Ende. Diese Fragen wollen wir diskutieren. Zunächst einige Runde mit unseren beiden Gästen und dann gerne auch mit Ihnen. Ich begrüße zum einen Frau Dr. Helene von Bismarck, geboren in Brüssel als Tochter deutscher Eltern, wuchs in Belgien, Russland und Deutschland auf, studierte Politik und Geschichte an der LMU in München und an der HU in Berlin, wo sie 2011 promoviert wurde. Sie hat unter anderem sich um die Erforschung der jüngeren britischen Geschichte in der Golfregion verdient gemacht, wofür sie zum Fellow der Royal Historical Society ernannt wurde. Sie ist unter anderem im Vorstand der British Scholar Society, einer gemeinnützigen internationalen Organisation von Historikern, die sich mit Großbritanniens Rolle in der Welt befassen. Sie ist überzeugt, dass, Zitat, in Zeiten schneller und dramatischer Veränderungen die Beschäftigung mit Geschichte wichtiger denn je ist, wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Herzlich willkommen, Frau Dr. von Bismarck. Darf ich Sie bitten? Als zweiten auf dem Podium darf ich Johannes Kahrs begrüßen. Gebürtiger Hanseat, stammt aus einer Bremer Familie, die sich schon in der dritten Generation SPD-Mitglied nennt. Schon die Großeltern waren SPD-Mitglieder. Die Eltern waren beide Bremer Senatoren für Justiz und für Bildung. Herr Kahrs trat schon als Teenager in die SPD ein, ist seit 1998 direkt gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestags für den Wahlkreis Hamburg-Mitte. Er steht dem Kreisverband Hamburg-Mitte seit SPD-Kreisverband seit 2002 vor. Er ist vielen von uns bekannt, weil er einer der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD ist und er sitzt in mehreren Ausschüssen, unter anderem im Verteidigungsausschuss. Er hat sich in Hamburg dafür eingesetzt, sehr erfolgreich dafür eingesetzt, dass es ein nationales Hafenmuseum geben wird. Das fand ich an diesem Ort auch interessant zu erwähnen, worüber die Hamburger Morgenpost gerade Anfang der Woche berichtet hat, die Herrn Kahrs als Vater dieses Projekts bezeichnet hat. Und im Rahmen dieses Projektes werden viele Millionen Euro von Berlin nach Hamburg fließen. Ich glaube, Sie sind auch haushaltspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Insofern können Sie mit Geld umgehen, aber als Reserveoffizier, glaube ich, der Bundeswehr hatten Sie auch immer einen starken Bezug zur Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Herr Kahrs, herzlich willkommen.
Die Hanse war nicht gerade Ihr Forschungsschwerpunkt, aber als Historikerin haben Sie sicherlich auch eine Einschätzung dazu, ob der Handel ein gedeihliches Miteinander der Nationen befördert. Herr von Blankenburg hat darauf hingewiesen, dass Herr Castorp sagte, man soll doch lieber nicht Krieg führen, denn es dauert lange, um das wieder aufzubauen und man kann derzeit keinen Handel treiben. Gibt es diese friedenspolitische Dimension des Handels? Die größte Grundsatzfrage gleich zum Anfang. Also ich würde schon sagen, dass es ein friedliches und Miteinander befördert. Man muss allerdings auch sagen, dass es vielleicht nicht, das haben Sie ja auch angesprochen, automatisch den politischen oder innenpolitischen Effekt hat in den Ländern, mit denen man handelt, den man sich vielleicht erhofft. Ja? Also wenn wir zum Beispiel das Beispiel China haben Sie ja angesprochen, gute wirtschaftliche Beziehungen oder gute Handelsbeziehungen führen nicht automatisch zu einer demokratischen Öffnung und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass politische Konflikte natürlich dem Handel Probleme bereiten können. Ein Beispiel, das ist jetzt mein Steckenpferd, ich will nicht gleich von Anfang an nur noch darüber reden, aber wenn wir jetzt die Brexit-Diskussion verfolgen, da ist es ganz interessant, wie auf britischer Seite, gerade von Seite der Brexiteers, immer mit dem Handel argumentiert wird. Und das Argument war sehr lange, ihr braucht uns doch als wirtschaftlichen Partner, warum gebt ihr uns nicht eine Sonderregelung sozusagen, warum besteht ihr auf euren politischen Prinzipien der Europäischen Union, dass man sozusagen nicht, wie Boris Johnson behauptet hatte, seinen Kuchen haben kann und ihn gleichzeitig essen kann, have your cake and eat it. Und insofern ist es natürlich miteinander verbunden, aber es ist auch nicht ganz so einfach, wie sich das viele vorstellen. Herr Kaas, an Sie die Frage, ist vielleicht die Sicherheitspolitik stiefmütterlich behandelt in der Politik, aber auch vielleicht in der Öffentlichkeit? Wir haben einen sehr exklusiven Kreis hier heute Abend, aber man hätte sich auch vorstellen können, dass vielleicht noch mehr Lübeckerinnen und Lübecker hier zu uns finden. Ist das vielleicht ein Spiegel der Diskussion um Sicherheitspolitik? Ich glaube ja, dass man in Deutschland immer nur eine Krise gleichzeitig kann. Im letzten Jahr hatten wir was mit Flüchtlingen. Also man kann das ja durchdeklinieren, in welchem Jahr wir irgendwie was haben. Natürlich läuft aber alles andere weiter. Und Sicherheitspolitik war in Deutschland noch nie beliebt, aber trotzdem immer verbunden mit großem Streit. Und das war auch meistens sehr befruchtend. Also um die Ostpolitik haben wir ein bisschen gerungen. In letzter Zeit unter Schröder über den Einsatz im Irak haben wir etwas gerungen. Das haben wir in den letzten Jahren dann aufgegeben, weil wir uns vorzugsweise mit uns selbst beschäftigt haben. Im Kern ist es natürlich so, dass Sicherheitspolitik wichtig ist, aber auch unangenehm. Wir haben, nachdem die Mauer gefallen ist, die berühmte Friedensdividende kassiert. Als ich noch junger Leutnant der Reserve war, da haben wir noch diese großen Übungen gemacht in Schleswig-Holstein, Return Forces to Germany, die Reforger-Übung, wo dann die Amerikaner und Engländer kamen und wir haben hier geübt, Landesverteidigung. Als das alles vorbei war, ist der Verteidigungsetat runtergegangen, bis Schäuble ihn nochmal unter Gutenberg nochmal um 8,5 Milliarden gekürzt hat, mit all den Folgen, die wir heute haben. Und wir haben uns dann faktisch von Sicherheitspolitik verabschiedet, weil wir umzingelt waren von Freunden. Jetzt stellen wir fest, wir haben zwar noch Freunde, die haben aber auch eigene Interessen. Und Deutschland fängt, glaube ich, jetzt an, verstärkt wieder mal zu gucken, in was für einem Zustand ist unsere Bundeswehr, wie ist das mit unserer NATO. Und sind alle etwas wehrlos und verschreckt, wenn jemand wie Trump auf seine eigene Art und Weise mit der NATO umgeht. Das war man in diplomatischen Kreisen und bei den Regierungschefs so nicht gewohnt. Und ich glaube, bis heute rüttelt man sich und hat sich noch nicht abschließend gefunden und weiß noch nicht genau, wie man dem Ganzen begegnen soll. Man hat sich, glaube ich, ein bisschen dazu entschieden, mal zu gucken, ob er noch eine Verlängerung kriegt oder ob man ihn einfach auslaufen lassen kann. Das heißt, man kommt ihm in einigen Fällen etwas entgegen und ansonsten ignoriert man ihn so weit, wie es irgend geht. Ob das schlau ist, darüber kann man ja noch mal streiten. Der Verteidigungsetat ist jetzt wieder etwas angewachsen. Wir sind jetzt da wir gerade den Haushalt für 2020 gemacht haben, bei 1,42%.
Wir haben versprochen, bis 24 kommen wir auf 1,5% und irgendwann bis irgendwann in die 30er sind wir dann bei 2%. Dazu muss man sagen, in Zeiten von Olaf Scholz sind wir fast um 10 Milliarden im Verteidigungsetat nach oben gekommen. Ob das alles so weitergeht, wenn die wirtschaftliche Lage und die Finanzlage läuft, man weiß es zumindest nicht. Wir waren lange Jahre in den 30ern, dann Anfang der 40er, jetzt sind wir bei 50 Milliarden. Wenn wir auf 2% kommen wollen, dann sind wir bei Mitte 70, wo wir jetzt 25 Milliarden herholen wollen. Wenn wir gleichzeitig die schwarze Null schreiben wollen bei der wirtschaftlichen Entwicklung, wird zumindest eine interessante Diskussion. Also Ihre politischen Gegner würden einwenden, dass es nicht nur eine Frage des Geldes ist. Und im Moment scheint ja die Bundeswehr an vielen Stellen Probleme zu haben. Die Schuhe hatte ich schon erwähnt und die Flieger, die nicht fliegen. Und das ist nicht nur kurzfristig mit Geld zu machen. Die Frage aber, die sich mir, weil Sie auch Trump erwähnt haben, gestellt hat, ist, ob das nicht scheinheilig ist in der Diskussion, wenn wir einerseits quasi Trump-Bashing machen, andererseits aber offenbar die Politik, zum Beispiel die Ankündigung, dass die USA sich aus Syrien zurückziehen, nicht wirklich ernst genommen hat. Das war vor einem halben Jahr angekündigt und der Vorschlag von unserer Verteidigungsministerin ist ja schon heftig diskutiert worden, eine Sicherheitszone einzurichten, aber er kam vielleicht ein halbes Jahr zu spät. Fangen wir mit dem Letzteren an. Ich finde, man kann so einen Vorschlag als Verteidigungsministerin machen. Es wäre aber hilfreich gewesen, wenn man ihn erstmal in der Koalition diskutiert. Könnte helfen. Man hat am Sonntag, also nur um dieses am Rande zu erwähnen, Sonntagabend zusammengesessen, Kanzler, Außenminister, Verteidigungsministerin, Fraktionsvorsitzende, Koalitionsspitzen und hat, man glaubt es nicht, über Syrien gesprochen. Da ist das aber alles nicht erwähnt worden. Am nächsten Morgen hat sie sich dann gemeldet und hat gesagt, so ein Sicherheitskorridor könne kommen und hat nachgeschoben, 3 gepanzerte Bataillone könnte man dann ja als Deutschland zur Verfügung stellen und muss in Europa gucken, wer da mitmacht. Davon war aber weder der Generalinspekteur noch der Inspekteur des Heeres irgendwie informiert, die im Nachhinein eifrig guckten, wo sie 3 gepanzerte Bataillone hinkriegen, wo wir bis heute schon Probleme haben, das eine Bataillon, was wir in die baltischen Staaten 2021 schicken, adäquat auszurüsten. So, das heißt, ich will diesen Vorschlag nicht in die lächerliche Ecke rücken. Man muss ihn diskutieren, aber man könnte es auch professionell machen. Also man muss sowas diskutieren, aber die Art und Weise war etwas schlicht. Und eine Anmerkung, es tut ein bisschen weh, ich bin nun Oberst der Reserve. Wenn man sich die Bundeswehr anguckt, hat sie halt das Problem, dass seit Gutenberg und der Sparrunde, die da gefahren ist, einfach strukturell falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Es ist ja nicht so, dass sie zu blöd sind, Stiefel zu kaufen. Sondern wir haben einfach das Problem, dass die Struktur Bundeswehr, wie sie eigentlich funktioniert, das Beschaffungsamt sollte privatisiert werden, deswegen sind die Stellen ausgelaufen, ungefähr ein Viertel der Stellen lief leer. Das sind Stellen, die aber überall gesessen haben in allen Bereichen. Das ist faktisch kaum noch beschaffungsmäßig aktiv geworden. Wir haben das Problem, dass Frau Suder, das war diese Fachkraft, die Frau van der Leyen angeschleppt hat, dann angefangen hat auszuschreiben, Rüstungsgüter, das macht außer uns in Europa relativ wenige. Ich habe noch keine französische Fregatte gesehen, die ausgeschrieben worden ist. Hat auch dazu geführt, dass wir mit Compliance und Ausschreibungsproblematiken die ganze Variante noch um etliche Jahre nach hinten schieben. Wir haben das Problem, dass das gesamte Beschaffungswesen so kompliziert umstrukturiert worden ist. Die Inspekteure sind aus dem Rennen genommen worden. Sollte der Generalinspekteur einen Generalstab machen, diesen Generalstab gibt es nicht. Der Generalinspekteur alleine kriegt es nicht hin. Die Inspekteure sind nur noch Nutzer, nicht mehr diejenigen, die für die Beschaffung zuständig sind. Die Liste ist endlos. Das heißt, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Verteidigungsministerin oder ein Minister, der sich ernsthaft um die Strukturen in seinem Haus bekümmert. Und ehrlicherweise muss man sagen, Frau Kamm-Karrenbauer macht das, seitdem sie im Amt ist, ganz anständig. Sie hat einen Haufen Entscheidungen getroffen, die fast alle richtig waren. Und da muss man jetzt gucken, sie wird aber 1 bis 2 Jahre brauchen, bevor diese Grundsysteme bei der Bundeswehr wieder funktionieren, weil das mit viel Anlaufproblematik verbunden ist, weil viel Beharrungskräfte da sind. Und das erklärt
die Bundeswehr und ihren jetzigen Zustand. Hinzu kommt, dass unter Gutenberg, de Maizière und Frau von der Leyen keine Ersatzteilbeschaffung mehr stattgefunden hat, weil man sparen wollte. Was dazu führt, wenn Sie ein U-Boot haben, da haben Sie zwischen 90 und 110 Ersatzteile, die Sie nur langfristig beschaffen können. Und wenn da eine von diesen die Hauptschraube ausfällt, da haben Sie die früher aus dem Depot genommen. Da sind aber keine mehr. Jetzt haben Sie Beschaffungszeiten von 18 Monaten für so ein Ding, weil Sie sich hinten anstellen. Die Liste ist endlos und man versteht so ein bisschen das Problem. Frau von Bismarck, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, dass Sie sich gemeldet haben. Ich hoffe, Sie haben Ihren Punkt noch. Ich habe ihn noch, ja. Ich wollte sagen, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ich habe es auch nochmal nachgelesen, diesen Eklat zwischen Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Maas. Und wie sehr da nicht nur die SPD, sondern auch Teile der Union überrascht worden sind, ist tatsächlich irgendwo ein bisschen erschütternd. Also man fragt sich, ob man das nicht, die Kommunikation da deutlich hätte verbessern können. Scheinbar war die Kanzlerin ja informiert, da fragt man sich allerdings auch, wie die Kanzlerin mit dem Rest ihres Kabinetts umgeht, hätte die vielleicht auch einbinden können. Trotzdem würde ich sagen, es war extrem ungeschickt von Frau Kramp-Karrenbauer, das so zu kommunizieren. Es war aber mindestens so ungeschickt von Herrn Maas, dann also in der Türkei, diese sozusagen sich da so dagegen zu äußern, das war einfach so hochgradig sozusagen international peinlich und verstärkt einfach das Bild. Wenn man viel nicht deutsche Zeitungen liest und auch ganz gerne mal über Deutschland, dann ist das Bild, erwartet nichts von Deutschland vor 2021, die Koalition ist total gespalten, die Kanzlerin dümpelt vor sich hin, ich zitiere das, ich sage das nicht, dass ich das selber so sehe, und das ist letztlich pass pro toto und man kann sich auf Deutschland eigentlich nicht verlassen, weil die selbst nicht wissen, was sie wollen. Insofern würde ich sagen, dass sie sich beide, sowohl Frau Kramp-Karrenbauer als auch Herr Maas, was so unseren internationalen Ruf und unsere Verlässlichkeit als Partner nicht gerade mit Ruhm begossen haben. Eine andere Frage, und die können wir ja noch grundsätzlicher diskutieren, ich meine, die Frage nach der Sicherheitspolitik müssen wir natürlich verbinden mit der Frage nach der Außenpolitik und nach was. Also es geht nicht nur ums Geld und auch so um unsere Mentalität, wie viel Geld sind wir bereit auszugeben, sind wir bereit uns zu engagieren, sondern auch, wo sehen wir uns eigentlich auf der internationalen Bühne, sind unsere Ziele, welche Freunde sind uns wichtig, welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen. Das ist doch eine schöne Vorlage, Herr Kaas. Können Sie uns die Außenpolitik Ihres Parteifreundes Heiko Maas erklären? Ehrlicherweise gibt es keine Außenpolitik von Heiko Maas. Es gibt, wenn überhaupt, nur eine Außenpolitik dieser Bundesregierung. Alles andere wäre hochgradig seltsam. Und ich glaube immer, wenn man als Koalition aktiv wird, ob man in der UN abstimmt, ob man sich innerhalb der NATO oder der Europäischen Union abstimmt, kann ja nun nicht die Verteidigungsministerin machen, was sie will, oder der Herr Außenminister machen, was er will, sondern wir Abgeordneten erwarten, dass die Bundesregierung eine abgestimmte Position einnimmt und die sie dann vertritt. Und was ist die? Die haben Sie, je nach Position, finde ich, relativ vernünftig belegt. Abgesehen von diesem Ausrutscher glaube ich ja durchaus, dass man eine deutsche Position erkennen kann. Grundsätzlich sind wir eingebunden in alles das, was in Europa in den Strukturen stattfindet. Und ich glaube, der ganze Brexit-Komplex wäre so auch ohne die Rolle Deutschlands gar nicht denkbar gewesen, dass man eben Europa zusammenhält, dass Europa nicht aufgebrochen ist, in den Avancen auch der Engländer entgegengekommen ist. Wir haben als deutsches Parlament immer gesagt, Brexit heißt Brexit und das ist nicht Cherrypicking. So, das heißt, wenn sie raus wollen, sollen sie raus, aber ohne, dass wir auch nur einen Schritt so weit entgegenkommen, dass wir uns selber und die Zukunft der Europäischen Union in Gefahr bringen. Und dass das so geklappt hat, muss man ehrlicherweise sagen, bei Partnern, die wir haben in Ungarn, in Polen, mit unterschiedlichen Interessen bis zu Griechenland mal. Das finde ich schon sehr erstaunlich und das ist zu einem großen Teil auch der deutschen Außenpolitik, der deutschen Bundeskanzlerin zuzuschreiben, die da sehr hart dran gearbeitet haben. Gleichzeitig ist, finde ich, auch persönlich wichtig, dass wir innerhalb der NATO verankert sind. Da hat man halt das Problem, dass man aufpassen muss, dass man die NATO nicht mit Trump gleichsetzt. Ich bin in der deutsch-atlantischen Gesellschaft Schatzmeister, wie es sich für einen anständigen Haushälter gehört, aber finde, dass die Zusammenarbeit Europas mit den USA, Deutschlands mit den USA wichtig ist und einer der Eckpunkte unserer Außenpolitik immer sein muss. Und da muss man aufpassen,
dass die Sympathie oder Nicht-Sympathie zu Trump nicht verwechselt wird mit der Sympathie und der Zuneigung und den deutschen Interessen gegenüber den Vereinigten Staaten von Europa. Entschuldigung. Soweit sind wir noch nicht ganz. Aber es wäre ja ein wünschenswertes Ziel. Aber Herr Maas hat heute meines Wissens in Brüssel auch die Bedeutung der Amerikaner nochmal auf hingewiesen, hat allerdings, wie Norbert Röttgen ihm vorhielt, einen historischen Fehler gemacht, weil er nämlich in einem Meinungsbeitrag zur 30 Jahren Wende bzw. Mauerfall sich bei allen möglichen bedankt hat, aber die Amerikaner mit keinem Wort erwähnt. Man kann nicht wirklich vermuten, dass das aus Versehen passiert ist. Wie erklären Sie sich das? Es ist ja zwei Tage später diskutiert worden und entsprechend richtiggestellt worden, weil es eben von der Ausrichtung des Artikels ein anderer war. Und der Kollege Röttgen natürlich auch Außenpolitik und Innenpolitik gerne miteinander vermischt, wie es in dieser wunderbaren Koalition so üblich ist. Deswegen hätten wir ja kein Problem damit gehabt, in die Opposition zu gehen und diesem wunderbaren Jamaika-Ruf irgendwie zu erliegen und zu sagen, dann sollen sie mal, wenn sie können, konnten es nicht. Die Grünen waren zu gierig, die FDP zu feige und Merkel hatte nicht die Kraft, das zusammenzubinden. Jetzt muss man halt gucken, dass anständig regiert wird. Aber was, und das ist mir persönlich wichtig, den Konflikt letztendlich angeht, ist es doch so, dass Deutschland immer gucken muss, dass wir die Partner, gerade die kleineren Partner in Europa, mit zusammenhalten und miteinander aufpassen, um dann aber auch militärisch als Europa in der NATO vorzukommen. Ich war immer ein großer Fan der Vereinigten Staaten von Europa und einer europäischen Armee, und das wird noch alles ewig dauern. Aber wenn Sie sich das in der Praxis angucken, ich war mal lange Zeit Mob eingeplant im deutsch-niederländischen Korps. Eine wichtige Einrichtung, deutsch-niederländische Korps, sind ein paar Partner vertreten. Es gibt auch ein deutsch-polnisches Korps, es gibt ein deutsch-dänisches Korps, es gibt auch ein deutsch-französisches Korps. Suchen Sie mal ein spanisch-französisches Korps oder irgendwas mit England oder irgendwas mit Frankreich und Italien, werden Sie nicht finden. Alle diejenigen, die in Europa und in der NATO die europäische Komponente zusammenhalten, haben immer irgendwas mit Deutschland zu tun. Und wir sind in Deutschland da auch reichlich kritisch uns selbst gegenüber. Aber in der Praxis und im Alltag ist, glaube ich, wichtigstes Handeln auch der deutschen Außenpolitik, zu gucken, dass man mit den Amerikanern klarkommt, dass wir die Europäische Union stärken, wo wir können, aber trotzdem eben nicht auch alles das machen, was unsere amerikanischen Partner erwarten. Ich finde, die Pipeline ist richtig. Gleichzeitig finde ich es trotzdem richtig, dass man sich überlegt, wie man mit Russland auch ansonsten wirtschaftlich umgeht. Da kann man ja auch geteilter Meinung sein, was die Sanktionen angeht. Aber all das muss möglich sein, weil wir auch als Deutschland in Europa und in der NATO aber trotzdem auch deutsche Interessen haben. Deutschland hat natürlich aufgrund der Historie, aufgrund seiner Wirtschaftsleistung, auch aufgrund seiner geografischen Lage eine ganz besondere Rolle zusammen mit Frankreich und Großbritannien innerhalb der EU, aber eben auch innerhalb der Sicherheitspolitik in Europa. Wenn jetzt, Frau von Bismarck, wenn jetzt der Brexit kommt, der sich ja wie Mehltau auch auf manche Bereiche der Politik auch in Europa zu legen scheint, wie sehen Sie dann die sozusagen sicherheitspolitisch die Konstellation? Weil sag mal, spätestens seit dem Irakkrieg war die Verbindung zwischen den Briten und der USA noch stärker als zwischen dem Rest von Europa. Die Franzosen hatten immer ein gewisses Problem mit der NATO, rein, raus und nicht unter amerikanischer Führung. Und wenn jetzt Macron vom Hirntod spricht und die Kanzlerin gibt ja auch zu, es gibt große Probleme sozusagen, oder ich weiß jetzt nicht genau die Wortwahl, aber sie hat das im Prinzip ja auch indirekt zu verstehen gegeben, letztes Jahr schon. Wie sehen Sie die sicherheitspolitische Entwicklung nach dem Brexit? Ja, das ist insofern eine spannende Frage, weil die britische Regierung eigentlich seit 2016, aber verstärkt, seitdem Boris Johnson Premierminister ist, versucht sozusagen die Sicherheitspolitik so ein bisschen als Bargaining Chip, also als Verhandlungsvorteil einzusetzen in den Brexit-Verhandlungen. Also wenn ihr uns keinen tollen Deal gibt, dann
wollen wir mal sehen, wie das so weitergeht mit der Sicherheitszusammenarbeit. Und wie viel davon dann wahrgemacht wird, ist die nächste Frage, das muss man auch sagen. Boris Johnsons Hauptmerkmal ist, dass er allen Leuten alles verspricht, damit sie ihn mögen. Ja, also, und so ist er, ist er innerhalb seiner Partei an die Macht gekommen, hat völlig unterschiedliche Sachen versprochen, was er machen wird als Premierminister. Jetzt wird er, und das ist nicht unwahrscheinlich, diese Wahl, also es kann zumindest sehr gut sein, dass er sie gewinnt. Und dann muss man weitersehen. Es ist natürlich eigentlich sehr unklug, weil diese Sicherheitszusammenarbeit, also gerade wenn wir über so Sachen wie Grenzsicherung oder Geheimdienstzusammenarbeit oder Fragen des Terrorismus zum Beispiel reden, dann schießt man sich natürlich selber in den Fuß, wenn man diese Zusammenarbeit. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es langfristig dazu kommt. Was aber interessant ist, ist die Tatsache, dass Macrons Interview im Economist, was meiner Ansicht nach auch in Deutschland ein bisschen zu verkürzt dargestellt wird, aber diese Sache mit dem Hirntod, das ist in London mit Entsetzen wahrgenommen worden. Und also die Briten setzen jetzt beim Brexit verstärkt auf die NATO. Das ist natürlich ein gewisser Widerspruch zu Herrn Johnsons Versuch, sich sozusagen mit Herrn Trump gut zu stellen. Aber wie gesagt, Widersprüche gibt es da momentan eine Menge. Also es ist ehrlich gesagt wirklich sehr schwer abzusehen, wie sich das entwickeln wird. Aber es ist auf jeden Fall eine Baustelle. Und was ich da spannend und auch beunruhigend finde, sind also die britisch-französischen Spannungen bei diesem Thema. Ja gut, aber auch die Ressentiments gegenüber Deutschland sind ja nicht ganz vom Tisch. Nein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die NATO oder die Briten mehr auf die NATO setzen und vielleicht Deutschland mehr verlangt wird, wie Trump jetzt sagt, dass Deutschland mehr tut, führt das ja zwangsläufig dazu, dass Deutschland militärisch stärker wird. Und das kann ja in Großbritannien auch nicht nur begrüßt werden. Da gibt es doch bestimmt auch Vorbehalte. Ja, das ist der große Brexit-Widerspruch, die deutsche Variante der Brexit-Frage. Also um kurz auf die Sicherheitspolitik zu sprechen zu kommen, es wird in Großbritannien diese Sache mit den 2%, dass wir jetzt groß ankündigen, dass wir das irgendwann in den 30er Jahren jetzt doch uns entschließen, dahin zu kriegen, da lachen die drüber. Ja? Also das ist wirklich, wird sehr kritisch gesehen. Also es ist eher der Vorwurf, dass Deutschland zu wenig tut. Insofern sind sie da eher auf der Linie mit den Amerikanern, dass die Erwartungen groß sind. Gleichzeitig wird allerdings tatsächlich in der Debatte über den Brexit und gerade von sozusagen dem äußersten rechten Flügel der Konservativen werden gerne diese antideutschen Stereotypen geschürt und wird ja gerne gesagt, dass sozusagen die europäische Integration ein deutsches Machtinstrument einfach nur ist. Und das sind sozusagen Meinungen, die waren vor ein paar Jahren ein paar, sagen wir mal, also durchgeknallt ist ein hartes Wort, aber ein paar Leuten im Parlament vorbehalten und sie sind jetzt immer mehr so in die Mitte gerutscht. Und es ist ja auch im Grunde lustig, dass man also einerseits sagt, wir haben Angst vor den bösen Deutschen, die Europa dominieren. Wenn das wirklich das Problem ist, dann wäre die einzig logische Reaktion als Briten in der EU zu bleiben. Also insofern, Okay, Politik ist nicht immer ganz konsistent. Nein. Der Vorsitzende des Europaprogramms des German Marshall Fund, Jan Techau, hat kürzlich gesagt, die sicherheitspolitische Zögerlichkeit Deutschlands sei weder pazifistisch begründet, noch hänge sie mit fehlender Investitionsbereitschaft zusammen. Vielmehr liege sie daran, dass sich die Deutschen wegen ihrer traumatischen Holocaust- und Nazi-Erfahrungen nicht mehr zutrauen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Also es wäre sozusagen ein psychologisches Problem, ja, weil die Deutschen kein Zutrauen haben, dass sie die Sachen richtig machen. Und wenn Sie sagen, man erwartet von Deutschland mehr in Großbritannien und in anderen Gegenden sicherlich auch. In Frankreich auch. Ist das, ja, in Frankreich bestimmt auch. Und vielleicht würden auch andere Länder, auch außerhalb Europas, sich das sogar wünschen. Wie verhalten Sie sich dazu? Möchten Sie das kommentieren? Glauben Sie, dass Techau damit einen Punkt macht, dass das ein psychologisches Problem ist? Ich würde ihm recht geben mit der Sache mit der Psychologie. Also es hat natürlich, haben wir einen völlig anderen Umgang mit militärischen Fragen, mit Außenpolitik, mit so Dingen wie Machtpolitik, mit Interessen. Also es war ja Herr Köhler, dieses ganze Drama fing an, dass er das Wort Interessen benutzt hat. Das ist ihm wahnsinnig vorgehalten worden. Das ist, wenn man sich mit britischer oder französischer Außenpolitik beschäftigt, da ist es völlig normal, dass man über Interessen spricht. Das hat ja auch sehr gute historische Gründe.
Was mir nicht so gut gefällt an Herrn Techau, ich finde es ein bisschen gefährlich, das sozusagen zu einer Frage des Selbstbewusstseins abzustempeln. Ich würde, also wenn man damit Schwierigkeiten hat, dann ist das vielleicht nicht ein Problem der sozusagen Ängstlichkeit oder Zögerlichkeit, sondern vielleicht eher einer der, ja, der Vorsicht nach wie vor des berechtigten schlechten Gewissens. Und ich glaube auch, ich meine, eine ganze, mehr als eine Generation ist sozusagen damit aufgewachsen, dass wir eben Teil, wir sind Teil des Westens, wir sind Teil Europas, wir machen keine Machtpolitik, wir machen keine Interessenpolitik, das ist was Negatives. Und ich bin einfach nur vorsichtig, wenn dann jemand sagt, wir Deutschen brauchen mehr Selbstbewusstsein, das klingt mir schon ein bisschen zu chauvinistisch, aber ich glaube, wir brauchen mehr Realitätssinn und ich finde, das ist ein altmodischer Begriff, ich würde nicht so sehr von Selbstbewusstsein sprechen, sondern vielleicht auch von Pflichtbewusstsein gegenüber den Ländern, die unsere Partner sind und die uns auch seit den 50er Jahren beschützt und mitverteidigt haben. Also sind wir die moralisierenden Besserwisser, die nichts selber anpacken? Ja. Herr Kaas, stimmt das? Was sagen Sie zu Herrn Techau? Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war noch nicht allzu lange, einige Jahre im Deutschen Bundestag, da haben wir die Diskussion gehabt, ob Deutschland am Irakkrieg teilnimmt oder nicht. Und wir waren ja immer getreuer NATO-Partner und es wurde von uns erwartet, dass wir an diesem Irakkrieg teilnehmen. Frau Merkel hat dann, glaube ich, in Washington erklärt, wäre sie Kanzlerin gewesen, wäre die Bundeswehr mit in den Irak gegangen, was für einen Oppositionsführer im Ausland auch schon ja, ein ziemlich starkes Stück ist, die Politik der eigenen Regierung so zu konterkarieren. Und dann hat man ja damals gesagt, okay, wir machen das nicht, hat sich dann Verbündete geholt in Europa und hat dann gesagt, nein. Und damals gab es ja viel Ärger, weil dann gesagt wurde, wie kommt Deutschland dazu, eine eigene Meinung zu haben? Und da hat Deutschland dann selber von sich aus gesagt, dass wir, obwohl wir NATO-Partner sind, das nicht wollen. Dann gab es auf amerikanischer Seite the Coalition of the Willing, das alte Europa gegen das neue Europa, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren dann das alte Europa, haben uns auch ganz gut dabei gefühlt, haben aber auch Geschäfte gemacht wie Amerikaner durften die Militärbasen nutzen, wir haben sie bewacht, wir sind in Afghanistan aktiv geworden, um Amerikaner zu entlasten. Und ich finde, das hat schon von sehr viel deutschem Selbstbewusstsein gezeugt, auch innerhalb der NATO, zu sagen, also das machen wir nicht, aber wir sind kompromissbereit und helfen. Und im Moment ist es ja so, das ist ja nicht so gerade, dass die Bundeswehr nicht in vielen Einsätzen unterwegs ist. Also gefühlt stimme ich jede zweite Sitzungswoche über irgendeinen Einsatz der Bundeswehr im Ausland ab. Man könnte auch mal den einen oder anderen beenden, ob wir dann mit einer Panzergrenadierkompanie noch im Kosovo sitzen oder ob das nicht auch mit Polizei zu regeln wäre, ob wir vor der libanesischen Küste dann noch rumsegeln müssen. Ehrlicherweise bin ich auch nicht abschließend von überzeugt. Damit man sich dann auf die Auslandseinsätze konzentriert, die man richtig hat. Ich glaube schon, dass es Selbstbewusstsein gibt, aber in Deutschland haben wir uns halt eingerichtet und daran gewöhnt, wenn wir etwas machen, machen wir es im Rahmen von Partnern und am liebsten innerhalb der NATO. Und da haben wir uns darauf eingerichtet, dass die Amerikaner dann eher die groben Arbeiten übernehmen. Da haben wir dann immer still gelächelt und haben uns gefreut, dass sie es waren. Wenn ich mich an den Balkankonflikt erinnere, den Jugoslawienkrieg, als er dann kam, haben ja die Amerikaner gesagt, das ist eine europäische Angelegenheit, nicht? Bitte macht es selber. Und wir haben es dann ein-, zweimal probiert, so Franzosen, Engländer, Deutsche, und haben dann festgestellt, wollen, können, irgendwie geht nicht ohne, und sind dann Hut in der Hand nach Washington gegangen, haben die Amerikaner gebeten, doch bitte mal die Drecksarbeit zu machen, was sie dann noch etwas knurrend gemacht haben. So, das heißt, auf der einen Seite so ein bisschen die Verachtung Amerika gegenüber und der NATO gegenüber und die Drecksarbeit, die sie immer machen, und dieser amerikanische Machtanspruch weltweit, den man immer belächelt hat und nicht schön gefunden hat, aber gleichzeitig haben wir von dem profitiert, weil wir unter der Umbrella, also unter diesem Schirm, sehr gut gelebt haben, sehr gut Handel getrieben haben und sehr erfolgreich waren und auch sehr beliebt. Also ich erinnere noch die Zeit, da war ich jung im Verteidigungsausschuss, da haben wir U-Boote und Fregatten nach Südafrika verkauft. Franz Josef Strauß ist mal wegen der Baupläne zurückgetreten, aber unsere Rechtfertigung war Nelson Mandela und der ANC hat uns gerufen.
Und dann haben wir für 23 Milliarden damals verkauft. Und als ich dann in Südafrika war und fragte dann die Verteidigungsministerin, warum es denn deutsche U-Boote und deutsche Fregatten sein müssen, hat sie gesagt, naja, die Russen, die Chinesen und die Amerikaner verkaufen nicht nur Waffen, sondern die wollen auch einen politischen Preis dafür haben. Mit ehemaligen Kolonialmächten, meinte man dann die Engländer und die Franzosen, wolle man nichts zu tun haben. Und die Deutschen sind aufgrund ihres Rufes so als ehrliche Makler bekannt, so ein bisschen was mit Qualität, ein bisschen was mit zuverlässig, nicht einmischen in die inneren Angelegenheiten und ansonsten auch hinreichend unverdächtig. So dass die gesagt haben, also lieber von den Deutschen als von irgendjemand anders. Und das ist ja der Ruf, den wir in der Welt in vielen Bereichen haben. Wir sind der ehrliche Makler, wir können irgendwie mit jedem, wir können sowohl gut mit den Israelis, aber auch mit den Palästinensern. Immer wenn sowas ist, sind die Deutschen dabei. Und wir haben uns immer angewohnt, dass wir der Good Guy sind. Dass man aber irgendwann auch mal in die Rolle des Bad Guys geht, dass man irgendwann harte Entscheidungen treffen muss, dass man irgendwann auch mal sagen muss, auf welcher Seite vom Strich man steht und was man dafür auch bereit ist einzusetzen. Das ist in Deutschland immer noch hoch umstritten und deswegen muss man sich das auch politisch genau überlegen. Und bevor man dann ankündigt, irgendwie was mit Bundeswehr zu machen oder einzusetzen, würde ich mal sagen, die Verteidigungspolitiker halten das alle für Wahnsinn, drei Bataillone nach Syrien zu schicken. Außenpolitiker finden das immer spannend, übrigens aller Parteien. Für Außenpolitiker ist die Bundeswehr so die Chips der Macht, die man einsetzt, um international mitreden zu dürfen. Da kommen dann kluge Analysten und erklären einem, was man tun muss. Wir Verteidigungspolitiker, wenn ich mich da mal als stellvertretendes Mitglied mit einbeziehen darf, sagen wir ja, denkt mal an die Familien und können wir das, wie ist die Durchhaltefähigkeit, wie sieht die Truppe aus, sind wir ausgerüstet. Die plädieren eher dafür, sowas nicht zu machen und auch mal Einsätze eher zu beenden. Fragen Sie mal einen Außenpolitiker, ob er einen Einsatz beenden will. Nie nicht und schon gar nicht in diesem Leben, weil dann ist er ja raus. Auch aus den Verhandlungen, ist nicht mehr dabei, ist nicht mehr am Spieltisch. So, und deswegen ist das auch ein Konflikt, wo in Deutschland die Fragen noch nicht abschließend geklärt sind, was wir dann wirklich wollen. Und Trump macht es nicht einfacher, weil die Tendenz in Deutschland ist, in meiner Empfindung jedenfalls, pro NATO, pro USA, pro Europa. Wenn man aber dann so einen amerikanischen Präsidenten hat, lehnt man sich eher zurück und sagt ja doch vielleicht eher nicht. Und wenn man dann anguckt, wie die Engländer, die ich immer bewundert habe als Hamburger, ob ihres Common Senses und diesem vernünftigen Parlament und die immer so rationale Beschlüsse fassen, wo man seit 2 Jahren da sitzt und fragt, was die rauchen, so dass man da etwas sprachlos auch ist. Umso lieber fliege ich jetzt nach Schottland und diskutiere mit denen, ob sie denn doch Mitglied in der Europäischen Union bleiben wollen. Selbst die Spanier haben ihre Vorbehalte überlassen. Man diskutiert mit den Iren, ob sie vielleicht nicht doch Nordirland und Irland zusammenkommen wollen. So, und dann soll Rest England doch gucken, wo sie bleiben. Glauben Sie, dass es für uns gut ist, auf lange Sicht, auch aus außen- und sicherheitspolitischer Sicht, dass wenn das Vereinigte Königreich auseinanderfällt? Ich gebe Ihnen recht, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass das passieren wird, aber lässt Sie das völlig kalt? Ich persönlich würde es vorziehen, wenn das Vereinigte Königreich zusammenbleibt und Mitglied der Europäischen Union bleibt. Ja, ich auch, nichts man kann nicht alles mir haben. Mehr wünschen. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, die Schotten haben es bis hier, die Iren auch, weil sie das alles... Sie sind am Ende die Leidtragenden dieser ganzen Veranstaltung. Und ich träume immer noch von dem Tag, wo man in England aufwacht und einfach mal rational die Vor- und Nachteile durchdekliniert und dazu kommt, dass ihnen ein Haufen Windbeutel verkauft worden ist mit relativ wenig Füllung. Und man hofft ja, dass es dann irgendwann doch nochmal wieder dazu kommt, dass man sich findet. Aber Sie haben recht, die Wahlaussichten sind so. Ich habe auch immer gedacht, Hamburg würde die Olympiade nie ablehnen. Ich habe auch mal gedacht, der Brexit würde nie kommen. Ich habe mal gedacht, Trump würde nicht Präsident werden. Also ob ich der große Experte bin, bezweifle ich inzwischen. Jedenfalls, wenn ich meine Erwartungen und dann die real stattfindenden Ergebnisse angucke. Sie haben die Sprunghaftigkeit der amerikanischen Regierung angesprochen, Herr Kaas. Ist das nicht eine bittere Ironie? Die Beliebtheitswerte für Trump halten sich ja in Deutschland in Grenzen. Aber dass gerade die sprunghafte Politik der USA es eigentlich erforderlich machen, das zu tun, was Trump fordert, nämlich den Wehretat zu erhöhen. Ehrlicherweise glaube ich, wäre das sowieso notwendig gewesen,
weil das, was unter Schäuble passiert ist und damals unter Schwarz-Gelb, dieser kleine Seitenhieb sei mir gestattet, hat ja dazu geführt, dass die Bundeswehr leer gelaufen ist. Also die Abschaffung der Wehrpflicht kann man für sein. Ich war mal dagegen, ich habe immer dagegen gestimmt, ich halte das für Unfug. Aber damals hat man es halt eben gemacht. Aber bevor man, hat Schröder mal sehr schön formuliert, irgendwo aussteigt, muss man wissen, wo man einsteigt oder wo man hinkommt. Und man kann natürlich nur aus der Wehrpflicht aussteigen, wenn man weiß, wo das Personal ansonsten herkommt. Das weiß man übrigens bis heute nicht. Und wenn man dann sagt, man möchte gerne mehr ältere Männer haben, mehr Frauen und mehr EU-Ausländer und dann Bulgaren und Rumänen meint, dann kann man die Bundeswehr so gestalten, ist auch bestimmt sehr europäisch, aber vielleicht nicht das, was jeder erwartet. Und so kann man das in jedem Punkt durchdeklinieren. Das heißt, ich glaube, die letzten drei Verteidigungsminister, also alles nach Jung, haben viel dafür getan, dass die Bundeswehr so in einem ursprünglichen Zustand ist, den die Grünen sich immer erträumt haben, wofür sie hart gekämpft haben, wofür nie gedacht worden, dass sie das wieder hinkommen. Und jetzt muss man über lange Jahre das wieder aufbauen, was kaputt gegangen ist, weil kaputt machen geht ganz schnell. Zurückkriegen ist relativ einfach. Wenn Sie in Deutschland mal einen Truppenübungsplatz zugemacht haben, den werden Sie nicht wiederkriegen. Die Rechtslage macht es gar nicht möglich. Wenn Sie Kasernen geschlossen haben, die kriegen Sie auch nicht wieder hin. Und der Aufbau von Strukturen ist relativ schwierig, was wir zurzeit sehen. Und deswegen wird das noch ein elendiger und ein sehr teurer Weg. Ich wollte einmal kurz auf die Sprunghaftigkeit der Amerikaner zu sprechen kommen, gerade was zum Beispiel den Nahen Osten angeht. Also ich bin wirklich kein Freund von Herrn Trump und niemand freut sich mehr, wenn er seinen Job verliert oder zumindest nicht wiedergewählt wird. Wobei ich glaube, dass wir da von beidem nicht unbedingt fest ausgehen können. Aber man muss sich klar machen, dass dieser langsame Rückzug aus dem Nahen Osten, dass das nicht Trump über Nacht auf einmal eingefallen ist, sondern Obama hat 2014 verkündet, sein Pivot to Asia, also die Schwerpunktverlagerung nach Asien, und das hat sehr viel damit zu tun mit dem Fracking und der Energierevolution in Amerika, die Vereinigten Staaten auf Dauer sozusagen zu Selbstversorgern, was Energie angeht, macht und deswegen weniger abhängig macht vom Öl und Gas aus dem Nahen Osten. Und das ist sozusagen ein langfristiger Trend, der auch durchaus erkannt worden ist von Analysten. Und Obama hat damit angefangen und auch Obama hat sich ja in Syrien nicht unbedingt durch eine sehr starke Haltung ausgezeichnet. Und wir müssen uns auch mal überlegen, nun ganz kurz, müssen wir uns auch überlegen, nehmen wir mal an, Trump fliegt jetzt entweder raus oder wird nicht wiedergewählt, was kommt dann? Und dann, selbst wenn das jetzt ein Demokrat wird, momentan sieht es so aus, dass innerhalb der Demokraten Elizabeth Warren die besten Karten hat, momentan, ne? Das wechselt auch wöchentlich, aber wie engagiert wird die auf der Weltbühne sein, gerade sicherheitspolitisch? Also die ist sehr kritisch Herrn Trump gegenüber, aber trotzdem ist es einfach eine Tatsache, dass der Nahe Osten ist unsere Nachbarschaft, es ist nicht die direkte Nachbarschaft der Amerikaner. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese ganze Frage mit dem, sozusagen, wie wir die Bundeswehr besser ausstatten, bin ich sehr dafür. Und ich bin auch sehr dafür, was Sie gesagt haben, dass man mit Partnern in Europa und innerhalb der NATO zusammenarbeitet. Aber der Punkt ist, selbst wenn wir machen keine Machtpolitik, aber andere machen sie, China macht sie, Indien macht sie, im Nahen Osten. Es ist nicht unsere Entscheidung, wie die Welt sich verändert, sondern wir müssen darauf reagieren. Aber wenn Sie sagen, es ist wichtig, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, ich meine, es wird ja, Herr Kahrs, Sie können das bestimmt bestätigen, in der Politik nicht immer in derselben Münze oder in derselben Weise zurückgeschlagen, wie vielleicht man eingesteckt hat. Die Bundesregierung hat auf Macrons Vorschläge eigentlich überhaupt nicht reagiert zur Reform Europas. Und vielleicht ist das ja jetzt auch eine Retourkutsche, dass er sozusagen sicherheitspolitisch oder die Blockade mit Neuaufnahmen von EU-Beitritt, Nordmazedonien und so weiter. Man muss doch die Partner sich auch warm halten. Frankreich ist von Russland noch mal einiges weiter weg, da liegt Deutschland dazwischen. Und Frankreich ist eine Atommacht und ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Also die haben in gewissem Sinne auch ein gutes Blatt, besser als wir. Und da ist aus meiner Sicht, sind wir Deutschland doch auch gut beraten, die Franzosen irgendwie pfleglich zu behandeln. Pfleglich zu behandeln ist immer eine gute Idee. Sich von denen über den Tisch ziehen zu lassen, ist eher eine schlechte Idee. Wenn man sich anguckt, was da Merkel unterschrieben hat über die gemeinsame
Rüstungsbeschaffung im Bereich Flugzeuge und im Bereich Kampfpanzer, muss man sagen, mit Verlaub, da lassen wir uns gerade über den Tisch ziehen, deswegen hat das Parlament das ja auch erstmal gestoppt. Und Frankreich vertritt knallhart französische Interessen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber da muss Deutschland erstmal lernen, mit umzugehen. Weil wir müssen dann auch gucken, wie wir dann auch deutsche Interessen vertreten. Und da muss man die Franzosen auch zwingen, gemeinsam vielleicht sowas wie eine europäische Interessenlage zu entwickeln, insbesondere jetzt, wo Großbritannien aus der Geschichte raus ist. Wenn man sich nämlich mal nach Osten wendet und redet mit den Kollegen in den baltischen Staaten, Ungarn, Polen oder anderswo, die geben auf unsere deutsch-französische, europäische, was auch immer, Partnerschaft und Sicherheitsversprechen, also freundlich gesagt, null nix. Die glauben, wenn überhaupt irgendwas passiert und irgendwas Russisches bewegt sich da mehr, als es sich aus ihrer Sicht bewegen sollte, dann rollen da amerikanische Panzer, bevor man in Berlin, Paris oder sonst wo in Europa auch nur einen Finger krumm macht. Deswegen finden die es zwar gut, dass wir da mit einem Bataillon irgendwie vertreten sind, weil sie hoffen, dass wir die nicht allein lassen. Aber wenn man in Deutschland mal die Umfrage macht, was passieren würde, wenn, dann bräuchte ich kein Umfrageinstitut, um mir das Ergebnis vorzustellen, was dabei rauskommt. So, und deswegen muss man sich ja angucken, was die Russen da gerade machen. Also als die Ukraine sagte, sie könne sich vorstellen, irgendwas mit Europa und mit NATO, da waren wir in dem Konflikt, in dem wir jetzt gerade sind, weil die Russen natürlich nach einem Blick auf der Landkarte erklärt haben, jetzt reicht es auch mal, was machtpolitisch sogar verständlich ist. Ich bin Vorsitzender der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe. Dann gucken Sie sich das mal an in Georgien, sehr westlich, auch irgendwas mit Europa und NATO. Da sind die Russen dabei und haben einige Ecken besetzt, damit die dann einen Finger in der Suppe haben. In Armenien sind russische Truppen stationiert, damit die nicht ganz wahnsinnig werden. Den Bergkarabach-Konflikt hält man am Laufen, indem man Armenien unterstützt. Und Aserbaidschan hängt dann so ein bisschen an diesem russischen Faden. Jetzt sind sie in Syrien stationiert. Das heißt, in der gesamten Ecke sind die Russen überall irgendwie aktiv, sind auch präsent für ihre Freunde. Im Mittleren Osten hat man gemerkt, auf wen man sich da verlassen kann. Also Assad wusste, auf wen er sich verlassen konnte. Alle, die mal mit, sag ich mal, Europa, Amerika zusammen waren, wussten, auf wen sie sich nicht verlassen konnten. Und das führt natürlich zu einer Balance, wie sich Macht verschiebt. Und wie die Russen, die ja eigentlich komplett aus dem Rennen waren, sich langsam wieder als Partner etablieren, indem sie in jeder Suppe irgendwie dabei sind und um uns rum kein Konflikt auch nur im Ansatz lösbar erscheint, ohne dass man sich mit den Russen einigt. Die Türken sind ja auch gerade dabei, zwischen Wahn und Sinn irgendwie zu gucken, wie sie mit denen irgendwie klarkommen. Und Russland ist ein NATO-Partner. Also das macht die Sache ja nicht viel einfacher. Und wenn man das, Russland noch nicht. Die Türkei, Entschuldigung. Aber das macht die Sache natürlich umso schwieriger, insbesondere weil die Türkei natürlich, nachdem sie das Gefühl hat, dass sie nie Mitglied der Europäischen Union werden wird, sich frei schwimmt und ein neues Wertesystem entwickeln will und noch nicht so genau weiß, in welche Richtung sie geht, nachdem sich mit jedem möglichen Partner einmal angelegt hat. So, deswegen haben wir da eine schwierige Situation und ich glaube, Deutschland ist gut beraten, Europa zu stärken, die NATO zu stärken und vor allen Dingen die Freunde in Europa zu sammeln, wie es irgendwie geht. Das macht es aber auch erforderlich, dass wir stabiler werden und dass wir natürlich auch, was die Bundeswehr angeht, insbesondere unsere Strukturen stärken. Und da bin ich eben anderer Meinung, ob wir 1,42, ob wir 1,5 oder 2% haben, ist vollkommen Wumpe. Solange wir nicht die Soldaten haben, die wir brauchen, und wir haben einen Haufen unbesetzte Stellen, solange wir keinen Rüstungsbeschaffungsprozess haben, der funktioniert. Zurzeit ist es so, dass das Geld, was wir da reingeben, nicht abfließt. Das ist unser Hauptproblem. Das hatten wir ja vorhin schon, ja. Ja, und da, finde ich, muss man sich auch mal drum bekümmern. Aber das sind viele Sachen, die man gleichzeitig regeln muss. Da kann man nicht warten, bis das eine nach dem anderen stattfindet. Da wiederum gebe ich Ihnen recht. Da muss man auch gucken, wie sind deutsche Interessen, wie sind sie definiert und wie kann man das einbringen. Und ich glaube, immer am besten innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der NATO. Ich habe jetzt noch eine persönliche, etwas abseitige Frage an jeden von Ihnen und dann möchte ich gerne für Sie auch öffnen. Abseitig, weil es ein bisschen vom Thema ab ist, aber ich wollte noch eine persönliche Frage sozusagen an Sie zum Schluss stellen. Frau von Bismarck, Ihre Prognose zum Brexit? Düster. Sind wir am, ja, sind also, am 1.2.20? Also erst... Also alles, das kann, fragen Sie mich am 13. Dezember nochmal, da haben wir dann morgens das Wahlergebnis. Aber also
Szenario 1, er gewinnt die Wahl und das kann nur sehr gut sein. Ich würde mal sagen 50%. Er gewinnt sie, also eine glatte Mehrheit, ja. Dann wird er den Deal, den es ja gibt, durchs Parlament bringen und dann sind die Ende Januar draußen und dann können wir uns freuen auf Jahre, und zwar nicht nur ein oder zwei, von Verhandlungen, was die zukünftigen Beziehungen angeht. Wir können uns auch freuen auf das nächste Cliff Edge, also die nächste sozusagen Deadline, die dann droht. Ende 2020 läuft die Übergangsphase aus und wenn es bis dahin keine neue Beziehung gibt, und die wird es nicht geben, weil es ist einfach zu kurz, dann ist letztendlich, haben die Briten zwar durch diesen Deal sozusagen ihre Rechnungen bezahlt und es sind die Situation der Bürger ist geklärt worden, aber die zukünftige Beziehung und die Handelsbeziehung ist dann letztendlich überhaupt nicht geregelt, also das wird ein wirtschaftliches sehr negative Folgen haben. Und Szenario 2? Szenario 2 ist, dass das wäre jetzt 2 bis 5. Aber sagen wir mal, er hat eine Mehrheit, aber nicht, also er hat mehr als die anderen Parteien, aber nicht genug. Also dann gibt es die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Und da ist dann... Same procedure as every year. Und da ist das Problem, nee, und die Minderheitsregierung wäre aber dann von der anderen Seite, weil er hat keinen Koalitionspartner. Da ist aber das Problem, dass der Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, von den Liberalen abgelehnt wird. Da haben sie, weiß Gott, gute Gründe für. Das heißt, entweder die Liberalen sagen dann, wir koalieren mit euch unter der Bedingung, dass jemand anders, dass Corbyn geht. Fände ich herrlich. Ist unwahrscheinlich, wenn man sich die Labour-Partei angeht. Oder die Labour-Partei sagt die Partei, nein und dann gibt es Neuwahlen. Aber nicht die Fraktion. Ja, das sind zwar völlig verschiedene Sachen, aber die Fraktion gibt es ja momentan nicht, die wird ja gerade neu zusammengesetzt. Ich würde nur ganz kurz sagen, und dann, wenn man dann diese Minderheitsregierung hätte, oder wenn die eine Mehrheit sogar kriegten, also irgendeine Liberal-Labour-Koalition unter irgendeinem Vorzeichen, dann gäbe es wahrscheinlich ein neues Referendum und da würde ich wieder sagen 50-50. Ich würde nur ganz kurz eine Sache sagen. Ich glaube, dass die Beziehung zur EU inzwischen das geringere Problem in Großbritannien ist und dass der Brexit ganz schwerwiegende und für uns alle sehr besorgniserregende Konsequenzen zeigt, eine totale Erosion der politischen Debatte, ein Aufkommen von Desinformation, das wirklich schockierend ist zum Teil, wirklich eine Verachtung von sozusagen gewissen Spielregeln wie Wahrhaftigkeit und so weiter. Und gleichzeitig, was Sie ja auch schon angesprochen haben, die Union fällt auseinander. Also insofern, ich mache mir inzwischen weniger Sorgen um die Tatsache, dass die Briten aus der EU rausgehen, als um Großbritannien, was mit Großbritannien langfristig passiert. Also es wäre quasi nur das Brennglas oder der Katalysator dessen, was wir leider in anderen Weltregionen auch sehen. Auf jeden Fall, ich würde es ja auch in diesem Kontext sehen. USA sowieso. Gut, Herr Kaas, an Sie keine Frage zum Brexit, sondern zum Zustand der SPD. Ihr Parteifreund Ernst-Ulrich von Weizsäcker hat anlässlich seines 80. Geburtstags dieses Jahr in Berlin gesagt, die SPD hat deswegen ein großes Problem, weil ihre Kernziele eigentlich alle erreicht sind. Stimmen Sie zu? Ich schätze ihn ja sehr, aber ich halte das für groben Unfug. Im Ergebnis ist es ja so, dass die Grundvorstellung der SPD ist, dass man eine Gesellschaft hat, wo man dafür arbeitet, dass sie im Inneren zusammengehalten wird. Und man sich anguckt, wie unsere Gesellschaft gerade auseinanderfliegt und wie es viele Parteien und Strömungen gibt, die sie auseinandertreiben wollen, glaube ich, geht das schon mal gar nicht. Zum anderen ist es so, dass die Ungleichheit in diesem Land ja durchaus immer noch vorhanden ist. Und wenn man eine Gesellschaft zusammenführen will, dann darf man halt nicht spalten, dann muss man gucken, wie man sie im Innersten zusammenbekommt. Und all das, was bei Facebook, Twitter und Instagram stattfindet, die Unfähigkeit zu Kompromissen zu kommen, heute nur noch schwarz-weiß zu akzeptieren, jeden Kompromiss für einen faulen zu halten, führt eher dazu, dass ich glaube, dass Parteien gebraucht werden, die probieren, den Laden zusammenzuhalten. Und man kann ja gerne über Klimawandel diskutieren und was man da machen muss. Aber ein Klimawandel, der nicht sozial abgesichert ist und bei mir in den Hochhäusern im 12. Stock die Menschen höhere Mietnebenkosten haben als eine Miete, treibt die auch in Ecken, die man nicht will. Und eine Klimapolitik, die nicht wirtschaftlich vernünftig ist, wo man nicht die Arbeitsplätze in diesem Land erhält, wird auch nicht von Dauer sein. Das heißt, eine wirtschaftliche Vernunft, sozial abgesichert, eine Politik, die Klimawandel will, weil das ja auch das ist, was wir für die Zukunft brauchen, kann und wird es nicht geben.
das Problem, was wir haben, muss man ehrlicherweise sagen, in den letzten Jahren ist die SPD wie immer in ihrer Geschichte, und ich bin 1982 wegen Helmut Schmidt eingetreten, mit ihrem Personal selten pfleglich umgegangen. Und als Sprecher des Seeheimer Kreises in Hamburg sagt man, das sind die anständigen Sozialdemokraten. Das würde in Lübeck nicht jeder unterschreiben. Ist es so, dass man gucken muss, dass man natürlich nicht nur anständig mit seiner Führung umgeht, sondern denen auch die Möglichkeit gibt zu führen. Und in meiner Partei sind sehr viele kritische Menschen, die sehr nachdenklich sind, die sehr bereit sind, für ihre Prinzipien auf die Barrikaden zu gehen. Aber manchmal muss man immer alle daran erinnern, dass das, was wir einfordern in der Gesellschaft, die Solidarität und das Zusammenhalten, bei uns manchmal in der Begeisterung für Inhalte und Standpunkte nicht immer wirklich ausgeprägt ist, dass ich einer der Letzten war, die Andrea Nahles verteidigt haben, weil ich fand, dass sie ihren Job gut gemacht hat, auch wenn ihre Art von Humor nicht jedermann gefällt, ich auch meine Schwierigkeiten hatte, aber sie inhaltlich zum Schluss eine gute Partei- und Fraktionsvorsitzende war. Und ein Seeheimer sie dann noch verteidigt, das zeigt vielleicht auch die Probleme, die die SPD hat. Und wenn dann Ralf Stegner als Parteivorsitzender ins Spiel kommt, dann merkt man auch, wie groß die Probleme sind. So dass ich also hoffe, dass Olaf Scholz das jetzt vernünftig gewinnt, weil am Ende braucht man auch in der SPD Profis und keine Amateure.